Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, ich habe wieder ein paar Items gesammelt. Muss mich zuerst wieder ausrüsten. Sorry dafür. Aber ja. Ich musste natürlich die anderen ausrüsten. Wegnehmen von dem und wieder hinsetzen. Gibt es eigentlich keinen, da ist ab 18 mit Physical Damage. Okay. Hier ist MF drauf, hier auch. Und noch ein Amulett. Ja, wenn wir Casts bin, ich brauche besser. So, das ist das Slot. Ja, dann Tränke hinein. Mana Trank ist alles okay. Fire Trap wieder rein tun. So. Also schauen wir mal. Noch. Ah, die sind nicht hier. Die sind hier. Leider sind es immer noch die Schwachen. Ja, da müssen wir in den zweiten noch dann schauen. Oh, eine 18 Rarity. 20. Den nehmen wir. Also das Amulett. So. Ja, da ist jetzt nicht so wichtiges drauf. Ich habe jetzt eine Witch angefangen, die mit Ding angreift, mit sag schon, mit Frost Nova, und die geht echt ab, also da müssen wir dann später mal diese anschauen, also ich zeige es euch dann, und ja, vielleicht nimmt sie was, also wird sie später was, kann uns dann hilflich sein beim Itemsuchen und so. Weil sie ist so schon extrem defensiv, wenn immer alle eingefroren werden und so. Da schaue ich gut drauf, dass es eine hohe Einfrierchance hat. Ja, und das ist dann wirklich einfrieren, das ist Schockfrieren. Ja, wie man sieht, wir haben eben noch wenig Damage, wir müssen mehr Damage haben. Schauen, wie wir das machen. Vielleicht machen wir auch mehrere Charakter nach oben und dann immer wieder weiter, wenn es weitergeht bei diesem. Ach, ihr Elende. Ja, setzen wir wieder die Fallen ein. Geht doch viel besser. Oh, sie hat schon wieder bald ein Level up. Fraps! Ich kill dich! Oh mein Gott. Das geht mal gar nicht, wenn das plötzlich anzurückt. Es hat keinen Sinn. Es ruckelt einfach ab und zu. Einfach mal, yo Fraps, braucht zu viel Energie oder benutzt nicht Allergie. Sowas. Hochstufen, wir brauchen mehr Dexterity. Das ist blöde.
Stärke brauchen wir eben auch noch ein bisschen. Mist. Was ist denn hier? Chain 2 additional times. Das ist easy, das ist jetzt nicht so schlimm. Weil wir sind ja noch nur alleine. Komm, nicht drucken hier unten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Probiert, ob XSplit was ist, aber da muss man ja mega Sachen einstellen und da habe ich jetzt gerade keinen Bock dazu. Und andere haben immer Probleme, wie zum Beispiel extremes Rauschen und andere Sachen. Fraps hat zwar auch Rauschen, aber nicht so schlimm. Und das ist Kacke. Einfach nur Kacke. Wieso gibt es so Kacke Aufnahmeprogramme? Wieso nur? Bringt Fraps überhaupt nichts auf die Reihe. Ja, wie viel Reichweite haben die? Gott. Ja, komm jetzt. Effekte bewundern. Die wehren das einfach ab oder so. Kacke. Also, was nehmen wir? Was zuerst? Dann können wir die Feuerfalle auf Power aufleveln. Okay, hier kommt noch ein Weg weiter.
Ich bitte der, der so viele ausspringen lässt. Kampf, das nervt. Und jetzt übertreibst du wieder. Wir müssen sie ein bisschen weglocken, das ist das Beste. Jetzt wieder schießen. Weil die sind unbesiegbar in der Nähe von diesem Vieh. Wir haben die Schriftrollen gar nicht mitgenommen. Aber auch egal. Gehen wir weiter. Gut, wir können den zum sicheren Fahrtenboss hin tun. Lassen mit. Okay. Wo haben wir hier? Ah, das jetzt.
Glasgow. Ah, endlich. Hier wird's schon ein bisschen schwer. Denn diese roten können explodieren. Machen heftig Schaden, wenn sie voll treffen. Und die können einfach so auftauchen am Boden. Schwer. Aber sobald man nicht gut gerüstet ist, ist es nicht mehr schwer. Ist der nicht explodiert? Ja, der explodiert und ist nicht nützt.